mit Oberlausitz TV auf Tour. Wir sind ein Stück weitergezogen und sind jetzt zu Gast in den städtischen Museen in Zittau. Und ich habe zwei Gesprächspartner und zwei große Themen. Zum einen ist das Wiebke Steuchner vom Kulturbüro der Stadt. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und zum anderen ist es der Leiter des städtischen Museums, der Direktor des städtischen Museums in Zittau. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Gnübenab, ich fange mit Ihnen einfach mal an. Das Priberfieber ist in der Stadt Zittau ausgebrochen und das Ganze beginnt mit einer Ausstellung in Ihrem Haus. Ja, wir arbeiten fieberhaft daran. Die Eröffnung der Ausstellung ist am kommenden Freitag. Und wir arbeiten ganz eng zusammen natürlich mit der Hillerschen Villa und dem Theater. Die haben ja schon vorgelegt, im Prinzip Priber in die Welt getragen. Und hier bei uns im Museum, da werden Sie die Hintergründe zur Figur, also zum Leben Pribers in Zittau, zu seinem ja etwas ominösen Weggang erst nach London und dann nach Amerika erfahren. Und dann eben werden die Besucher erfahren, was eben in Amerika geschah, wie er bei den Cherokee-Indianern gelebt hat und was er dort vorhatte, sein ominöses Kingdom Paradise zu gründen. Und es gibt viele interessante Objekte, vor allem aus unseren Museumsbeständen und aus der Region. Sie sehen im Hintergrund das berühmte Panorama eines Malers, das Zittau und das Zittauer Gebirge Pribers Lebzeiten zeigte. Das ist eigentlich eine schöne Einstimmung auf die Ausstellung. Da kann man sich dann ein bisschen fühlen, wie Priber sich gefühlt haben muss, als er hier gewirkt hat. Und dann, wir zeigen erstmals seit langer Zeit wieder einen sehr berühmten Zittauer, nämlich die Stadtwaage aus Zittau, die ein Zeitgenosse Pribers ist, 4 Jahre älter, von 1693. Priber ist ja 1697 geboren und die Stadtwaage ist eigentlich so eins unserer schönsten und kostbarsten Objekte und hat Priber natürlich auch gesehen und ist so ein bisschen so ein Symbol für den Reichtum Zittaus in diesem 18. Jahrhundert, in der Zeit Pribers, und auch so ein bisschen so ein Symbol für Priber auch schon, denn Priber war ja Jurist und die Waage als Symbol des Rechts. Deswegen steht das Ganze so ein bisschen bei uns im Mittelpunkt. Es gibt am 2. und 3. Juli ein Symposium im Rathaus, da dreht sich dann alles nochmal um ihn. Ja, da werden dann die hier beteiligten Künstler, hier werden ja auch Kunstwerke präsentiert, die werden dort diskutieren mit Priber-Kennern, mit Historikern, also Uwe Kahl von der Bibliothek, vom Altbestand der Bibliothek, hat ja viel geforscht zu Priber, wird seine neuen Forschungen zu Pribers Jugendzeit in Zittau präsentieren, dann John Jeremiah Sullivan, der berühmte Priber-Autor aus den USA, ist auf dem Weg hierher und wird aus seinen Forschungen, das sind, denke ich, die brandneuesten Ergebnisse präsentieren, was wir über Priber in Amerika wissen. Und dann werden eben die Ideen Pribers so mit anderen utopischen Ideen verglichen. Utopische Ideen sind eben Ideen, die sich mit neuen Gesellschaftsformen auseinandersetzen oder mit Gesellschaftsformen, über die nachgedacht worden ist. Da wird es natürlich dann auch, gibt es einen Beitrag von Marius Winzler zu anderen utopischen Ideen und idealen Vorstellungen aus der Oberlausitz. Die Herrnhuter spielen dann eben eine Rolle. Aber lassen Sie sich überraschen. Ich denke, das wird ganz anregend. 2 Tage kann diskutiert werden. Wir haben eine Übersetzung natürlich, sodass keiner Angst haben muss, dass man nichts versteht. Also es gibt eine. Das ist für alle zugänglich. Das ist für alle zugänglich und wir freuen uns natürlich auch über den Austausch. Und auch die Beteiligten freuen sich über den Austausch mit den Zittauern oder mit den Oberlausitzern. Als wir in die Stadt hineingekommen sind, ist uns Fassadenkunst aufgefallen, die uns wirklich imponiert hat. Sogenannte Tape-Art-Kunst, habe ich mir sagen lassen. Das passiert an mehreren Standorten in Zittau. Ja, Sie haben gemerkt, wir bleiben nicht im Museum, sondern wir gehen in die Stadt hinein. Das ist ja an diesem Projekt auch das Schöne, dass wir quasi uns nicht beschränken müssen auf das Museum und damit viel mehr Leute, viel mehr Bewohner mit erreichen können. Und Tape Art, die Tape Art Kunst wird von 2 Künstlern, von Emily Bryant und Michael Townsend gemacht. Das sind 2 US-Amerikaner aus Providence in Nordamerika. Und die machen mit einem speziellen Klebeband eben Bilder mit Szenen aus dem Leben Pribers an verschiedene für Priber wichtige Orte werden die angebracht. Zum Beispiel hier ans Museum. Das Museum ist ja quasi am Ort, wo Pribers Geburtshaus sich befunden hat. Dann geht es weiter durch die Rektorengasse zur Johanneskirche und dort haben die Künstler schon ein großes Bild mit der Taufe Pribers angebracht. Und dann geht es bis
zur Neustadt, zum Hotel Zittauer Hof, was ja eben das Gebäude gewesen ist, was Priber gekauft hat und wo er mit seiner Familie gelebt hat. Diese Orte werden dann auch durch Fußspuren auf dem Pflaster miteinander verbunden. Und ich glaube, die sehen sehr lebendig aus, diese Bilder. Da sind, glaube ich, viele Leute schon neugierig und sprechen die Künstler auch immer an. Und das ist ja auch genauso das, was wir wollen. Prima, dann bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle. Sie sollten einfach mal nach Zittau kommen in diesen Tagen und die Zittauer sollten sich anstecken lassen vom Priberfieber. Das geht ja den ganzen Sommer über. Alle Veranstaltungen, die sich rund um das Priber-Event präsentieren, finden Sie übrigens im Internet unter www.museum-zittau.de. Liebe Steudner, der Herr Priber spielt auch eine große Rolle beim 22. Zittauer Stadtfest vom 8. bis zum 10. Juli. Genau, das Thema zieht sich wirklich durch, Priber Sommer, und natürlich haben wir es auch sehr gern beim Zittauer Stadtfest aufgegriffen und integriert. Der Priber Container auf dem Marktplatz wird ja am 1. Juli sozusagen eröffnet und wird ja dann 2 Monate vor Ort sein, worauf wir uns freuen, wirklich im Zentrum der Stadt, und da integrieren wir ihn auch zum Zittauer Stadtfest. Es wird aber auch eine Bühnenpräsentation geben, 20.30 Uhr am Freitag zum Stadtfestauftakt mit, wo das Priber-Thema ganz aktuell ist, die Suche nach einem glücklichen Leben mit Theater, Musik, ich glaube, ganz spannend. Also schauen Sie sich es einfach an, liebe Zuschauer, es ist was ganz Besonderes im Zittauer Stadtfest dieses Jahr. Was ist denn neu bei der diesjährigen Ausgabe des Zittauer Stadtfestes? Es wird auf jeden Fall kompakter, insbesondere auch von den Orten. Wir haben den Hauptpunkt mit der großen Bühne auf dem Zittauer Markt, auf dem neu gestalteten Markt, den wir auch wirken lassen wollen. Wir haben weiterhin mit integriert den kompletten Johannesplatz mit Bühne, mit Mittelaltermarkt, mit Händlern und die Neustadt in Gänze. Also es wird diesmal nicht der Klosterplatz dabei sein, hat aber auch einen Vorteil, sodass man mit dem Zittauer Stadtbus direkt an das Fest heranfahren kann, also ganz nah. Ansonsten gibt es ganz viel Programm. Vielleicht mal 2, 3 Höhepunkte. Genau, also Freitagabend gibt es neben dem Priber-Thema Toni und Bent live am Abend, auch insbesondere sehr empfehlenswert für die jungen Leute. Am Samstag ist früh schon der Sommer in der Stadt, diesmal auch ins Stadtfest integriert. Dann das Fest der Kulturen, diesmal im Innenhof des Rathauses und auf der Bühne präsent. Am Abend dann Sydney Youngblood als ganz großer Star, die Partymakers. Also ich glaube, für ganz viele was dabei. Und am Sonntag haben wir dann noch Christine Stark und die Söhne Mamas. Also sowohl Musik, Sternchen als auch Comedy. Und natürlich drumherum ganz viel Vereine, buntes Programm, Mittelalterprogramm auf der Bühne auf dem Johannesplatz. Ich denke, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Dann vielen Dank für die Informationen. Das komplette Stadtfestprogramm gibt es im Internet unter www.zittau.eu. Wir haben noch nicht genug von Priber, denn wir haben Robert Beske getroffen. Robert Beske ist Filmemacher und hat über mehrere Jahre an verschiedenen Wirkungsstätten von Priber gedreht. Wir haben uns mit ihm zum Interview vereinbart.